Hi, hier ist Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um eure Augen. Ja, die altersbedingte Makuladegeneration, was hat es damit auf sich? Wo kommt das her und was kann ich dagegen tun? Grundsätzlich in dem Wort befindet sich schon das Wort altersbedingt. Das heißt, es ist irgendetwas, was zu tun hat mit einer Degeneration, die im Laufe des Lebens entstehen kann. Häufig wird das dann so abgetan, so nach dem Motto wie Alterszucker oder Altersmüdigkeit, dass man sagt, naja, wenn man älter wird, ist es halt so. Muss das wirklich sein? Nun, die große Frage ist erstmal, was ist das überhaupt? Die Makuladegeneration ist in zwei Teile aufzuteilen. Es gibt die trockene und die feuchte. Bei der trockenen ist es so, dass es Ablagerungen gibt, die entstehen im normalen Stoffwechsel des Auges und diese Ablagerungen können nicht mehr vom Auge abtransportiert werden. Weil sie nicht mehr abtransportiert werden, sammeln die sich und schädigen dann das umliegende Gewebe. Und das Gewebe, wenn geschädigt wird, dann kann es nicht mehr richtig funktionieren, wird nicht mehr richtig durchblutet. Und dann geht es los, dass der Körper anfängt, Umgehungswege zu bauen, neue Blutgefäße zu bauen. Und da fängt dann die feuchte Makuladegeneration an. Denn wenn dieses Gewebe zerstört wird, dann entstehen quasi zwischen der Netzhaut und den darunterliegenden Gewebeschichten entsteht eine Lücke. Und in diese Lücke ist es so, dass dann da unter Umständen Blutgefäße und Flüssigkeit reinwandern kann. Das heißt, die Netzhaut löst sich langsam ab. Jede siebte trockene Makuladegeneration entwickelt sich zu einer feuchten. Also ist nicht immer so, dass die Feuchte das erste ist. Die Feuchte allerdings, also da mit der Ablösung der Netzhaut, den Blutgefäßen etc., ist die, die sehr viel schneller fortschreitet. Das kann bis zu Blindheit führen. Das heißt, der Schlüssel ist tatsächlich erstmal, es nicht so weit kommen zu lassen, sondern zu schauen bei den ersten Anzeichen unter Umständen, was kann ich tun, damit der Abfluss der Gifte wieder besser funktioniert. Und damit die Gifte, die da sind, das umliegende Gewebe nicht so stark beschädigen. Und das Wichtigste ist zu gucken, dass man hier im Idealfall natürlich die Jahre vorher schon anfängt, sich richtig zu verhalten, damit es gar nicht erst so weit kommt. Und das richtige Verhalten heißt zum einen entgiften. Denn die klassischen Gifte, die wir im Körper aufnehmen, das sind die, die letztendlich diesen ganzen Abfluss der Stoffwechselgifte, die im Körper sowieso entstehen, einfach verhindern und blockieren. Wenn ich also die normalen Gifte nehme und die Gifte, die von außen zukommen, wie Aluminium, Quecksilber, ja, Glyphosat aus den Nahrungsmitteln und viele, viele andere, wenn ich die nehme und die einfach die ganze Zeit im Körper sammle, überall im Gewebe sammle, im Kopfbereich sammle, im Halsbereich sammle, dann kann einfach das normale Gift, das entsteht im Stoffwechsel, nicht mehr abfließen. Stoffwechselmetaboliten können nicht mehr abfließen und dann gibt es einen Rückstau. Und dieser Rückstau sorgt dann dafür, dass irgendwann eben das Ganze sich niederschlägt im Auge und dann einfach nicht abtransportiert werden kann und Schädigungen am Gewebe macht. Okay, das heißt entgiften. Das zweite ist die Ernährung. Anzuschauen, dass die Ernährung passt, denn wenn ihr euch ernährt und ihr ernährt euch so, dass eure Lymphflüssigkeit schön flüssig bleibt, vital bleibt, geschmeidig bleibt, viel aufnehmen kann, viel transportieren kann, dann ist alles gut. Das ist vor allen Dingen eine pflanzenbasierte Ernährung ohne großartig tierische Proteine und Fette und etwas, was zu tun hat mit gutem, stillem Wasser. Jemand, der also viel Kaffee trinkt, viel Säfte trinkt, Fleisch isst, Milchprodukte verzehrt etc., der verschlackt zunehmend und dann ist diese Lymphflüssigkeit immer zäher, immer weniger transportfähig und dann bleiben die Gifte wieder zurück. Das dritte im Bunde ist dann die Bewegung. Durch Bewegung bewege ich auch die Lymphe und die Bewegung ist entscheidend, sogar bis hin, ich würde sagen, zum Sport. Naja, Sport spielt eine Rolle, damit einfach immer wieder entsprechender Fluss, entsprechender Austausch von Flüssigkeiten da ist und es nicht zu einem Rückstau kommen kann, gerade im Kopfbereich. Kopf ist deswegen so schwierig, weil die Wege aus dem Kopf raus sind sehr rar. Ja, es geht über die Lymphe am Halsgewebe, aber es ist auch der einzige Weg. Jetzt haben wir aber so einen riesen Kopf. Und müssen eben schauen, dass das immer schön frei bleibt. Es gibt natürlich noch das Thema der Zähne und Zahnstörfelder, die eine Rolle spielen können. Der Biss, der Kiefer, der unter Umständen eine Rolle spielt. Also das sind alles noch Faktoren, die mit reinspielen, dass der Lymphfluss gut funktioniert. Aber das A und O ist Bewegung, gute Ernährung und Entgiftung und zwar rechtzeitig.
Zusätzlich kann ich unterstützen mit Antioxidantien. Das heißt, wenn jetzt jemand die Diagnose bekommen hat, das Erste, was man machen sollte, ist sich gute Antioxidantien besorgen, gute Stoffe besorgen. Vor allen Dingen Astaxanthin ist sehr, sehr gut, um diesen radikalen Impact von diesen ganzen Ablagerungen etwas entgegenzusetzen. Das Lutein kann man nehmen unter Umständen. Was ebenfalls gut funktioniert, ist OPC. Auch das ist hilfreich, vor allen Dingen, um die Durchblutung des ganzen Gewebes anzuregen. Das heißt, mit der Diagnose altersbedingte Makuladegeneration seid ihr noch nicht verloren. Es ist immer noch möglich, umzuschalten, umzustellen, alles umzuschieben, um in Richtung Gesundheit zu gehen. Aber natürlich viel, viel schlauer, das Ganze im Vorfeld schon zu vermeiden und sich von Anfang an richtig zu verhalten. Also in dem Sinne, bleibt gesund, behaltet einen klaren Blick. Ciao, der Matthias.